Es gibt keine Skandale mehr und auch keine Probleme. Das ist ja mal eine gute Nachricht von Gerhard Wisniewski. Wir sind heute wieder im Gespräch über das Buch Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen. Sie sind Journalist und Buchautor und seit 15 Jahren schreiben Sie Bücher in dieser Reihe. Und jetzt ist das Jahr 2021 dran, was wir Revue passieren lassen, wo Sie sagen, es gibt keine Skandale mehr. Wie meinen Sie das? Ja, ich wollte das Buch eigentlich beginnen wie immer und mich durch all diese Skandale und vergessenen und verheimlichten und vertuschten Nachrichten wühlen, wie ich das immer mache für jedes Buch dieser Reihe, ja. Und dann war ich plötzlich ganz entspannt, weil ich habe festgestellt, es gibt eigentlich gar keine Skandale mehr und Probleme auch nicht. Also was rege ich mich denn auf, ja? Und aber bevor ich mich dann endgültig zurückgelehnt habe, fiel mir dann auf, woran das eigentlich lag. Es gibt keine Skandale mehr, weil es zu viele Skandale gibt, ja? Und das Problem ist, wenn es immer mehr Skandale gibt, dann ist das wie eine Inflation. Das heißt, der einzelne Skandal, der schrumpft bis zum Nichts zusammen. Und das haben wir ja erlebt in dieser vergangenen Regierung. Das werden wir auch in der neuen Regierung erleben, ganz sicher. Ja, mein Gott, ein Doktortitel nach dem anderen ist gepurzelt. Am Schluss war das gar nicht mehr eine große Aufregung. Ja, sogar Magisterarbeiten wurden abgekupfert von Ministern. Von Ministern. Mehrere Minister sind oder Ministerinnen sind zurückgetreten. Und erstens mal, die Masse der Skandale macht's, aber dann scheint der Skandal eigentlich auch was Positives zu sein, neuerdings. Das heißt, man kann damit Karriere machen. Also das ist eine Karrierestufe oder eine Stufe auf der Karriereleiter. Zum Beispiel Franziska Giffey hat wegen ihrer Doktorarbeit, ihrer abgekupferten, das Amt als Ministerin verlassen müssen oder verlassen. Dann stellte sich auch noch raus, ihre Magisterarbeit, an der gibt's auch Zweifel. Heute ist sie regierende Bürgermeisterin von Berlin. Ja? Also das heißt, der Skandal verliert vollkommen an Bedeutung. In dem Sinne habe ich das überspitzt formuliert. Entspannt euch, Leute, es gibt gar keine Skandale mehr. Und das Zweite ist, dann habe ich mir gedacht, na gut, dann schreibe ich eben über Probleme. Ja, Probleme, gut, also auch ein gutes journalistisches Thema. Aber es gibt auch keine Probleme mehr, habe ich dann festgestellt. Dann habe ich gegoogelt nach Problem, Problem, Problem und so weiter. Habe ich nicht gefunden, bis ich mir dachte, gut, dann musst du vielleicht nach einem anderen Begriff suchen. Und den habe ich dann auch gefunden. Der lautet nämlich Herausforderung. Mhm. Es gibt keine Probleme mehr, nur noch Herausforderungen. Die größte Katastrophe ist gar kein Problem, sondern eine Herausforderung. Ja? Die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise, die Energiekrise, wohin man auch blickt. Das sind keine Probleme, das sind nur Herausforderungen. Ja, wir können dankbar sein, wir können ja an jedem, auf gut Deutsch gesagt, Mist, den die Regierung baut, ja nur wachsen. Ja? Beweist euch mal, dass ihr das trotzdem schafft. Ja, ja, das ist nur so eine kleine Zusammenschau in der Einleitung dieses Buches über das politische Klima hier, wie sich das verändert hat. Ja? Dass hier so eine völlige, ich sag mal, Verlotterung stattfindet, eine Inflation der Skandale und auch eine Umdichtung der Sprache. Das haben ja auch schon viele auf anderen Gebieten beschrieben, aber jetzt finde ich das sehr problematisch, die Auswechslung der Begriffe im Bereich Problem, weil das nicht ehrlich ist. Ja? Man muss schon sagen, wenn es ein Problem gibt, dann muss man das benennen und auch als Problem bezeichnen und nicht als Herausforderung, sagen wir mal, wie bei einem sportlichen Wettkampf. Da gibt es für mich Herausforderungen, ja? Dass man schneller laufen muss als 10 Sekunden auf 100 Meter oder was auch immer. Ja? Aber dieses Land hier steckt bis zur Halskrause in Problemen, und zwar in von den Regierungen verursachten Problemen, von den Politikern verursachten Problemen. Ja? Und das geht nicht, dass wir sozusagen die Sprache hier auf diese Orwellsche Weise steuern, ist meine Meinung. Ja. Das liegt aber, glaube ich, an der neuen Form des Journalismus. Also ich beobachte das auch seit ein paar Jahren, dass komplett die Sprache der Journalisten umgedeutet wird. Dazu hat ja Thor Kunkel auch schon ein gutes Buch rausgebracht, das Lexikon der Lügenpresse, wo man direkt nachblättern kann. Aber auch diese Art des Journalismus, ne, das sind alles jetzt, sowohl die Politiker als auch die Journalisten sind jetzt alles Hellseher und Wahrsager. Man berichtet nicht mehr das, was war, sondern man berichtet über das, was vielleicht kommen wird. Das ist aber kein Zufall, sondern die Sprache wird gesteuert. Mhm. Ja? Die Begriffe werden gesteuert. Da gibt es ganz klar Konzepte, wie in Zukunft Probleme zu benennen sind. Früher hat man beispielsweise für Abfall Müll gesagt oder den Müll wegschmeißen. Heute heißt es entsorgen. Das ist aber schon ein ganz altes Beispiel. Ja?
Und jetzt erleben wir auch solche Begriffsumdeutungen, ja, wie zum Beispiel mit Problem und Herausforderung, ne, oder was auch immer. Es gibt viele Beispiele dafür. Ne. Sie haben auch in Ihrem Buch eine schöne Deutung von Vater Staat und Mama Merkel. Mhm. Also was das eigentlich psychologisch mit den Menschen macht. Mhm. Vielleicht können Sie uns das erzählen. Ja, das ist auch wichtig, das Beispiel Mutti Merkel. Danke, mhm. ja. Also warum hat man die Frau eigentlich Mutti genannt? Naja, das hing ja mit den Flüchtlingen zusammen, ne? Diese armen ja. Jungs, die kaum volljährig sind. Aber das ist ja gar keine Mutti, mhm. in gar keiner Weise, 0, nichts. Ja? Und in diesem Kapitel habe ich das mal untersucht, eigentlich mit dem Ansatz, mich zu fragen, warum haben es die Deutschen eigentlich so schwer, gegen diesen Wahnsinn aufzubegehren, der da von der Regierung kommt. Ja? Und ja, warum werden viele sogar aggressiv, wenn man sie darauf anspricht oder mit ihnen diskutieren will über diesen Corona-Wahnsinn, die Maßnahmen und das alles. Und das sitzt halt, ist, glaube ich, das ist psychologisch ganz, ganz tief. Ja, weil der Staatsbegriff, der geht unglaublich tief. Der ist verknüpft mit anderen Begriffen wie Vater, der Vater, Vaterstaat. Ja, aber der Staat ist sogar verknüpft mit Gott. Ja, also früher, die römischen Kaiser haben sich als Götter gesehen oder bezeichnet. Ja, so weit geht es zurück. Aber auch in den Monarchien wurden die Monarchen, haben sich auf Gott bezogen, legitimiert über Gott und wurden von Päpsten gekrönt. Also vom Stellvertreter Gottes, ja. Das ist in diesem Vaterbegriff drin, ja. Und in dem Vater vertraut man ja. Das ist ja jemand, der einem den Rücken ja. stärkt normalerweise, ja, ja. oder? Und viele identifizieren natürlich ihren eigenen Vater dann, ja, mhm. und unbewusst mit dem Staat. Und jetzt kommt einer und greift diesen Staat an. Das ist so, als würde er meinem Vater Verbrechen unterstellen. Was erlaubt er sich, ja? Und das Gleiche ist so ähnlich mit Mutti und Mama, ja, weil die Mutti oder die Mama oder die Mutter ist ja eigentlich auch bei den meisten ein positiv besetzter Begriff. Und der kann man ja auch, der nimmt man auch nicht so gern was übel, ja. Man widerspricht nicht so gerne und lass Mutti mal machen. Kann ja mal passieren, da 5 Millionen Flüchtlinge oder 1 Million. Jetzt sind sie mal da, so verhält die sich ja auch, die Frau. So hat sich Merkel verhalten. Mhm. Und, das ist unglaublich geschickt, dieser Begriff Mutti für Merkel, ja. Weil Merkel ist ja eigentlich, was ihren Familienhintergrund angeht, für mich dubios. Jedenfalls hat sie keine Kinder. Wie ganz viele in dieser vergangenen Regierung keine Kinder hatten. Also das heißt, sie war nie Mutter, leibliche Mutter, sondern nur Stiefmutter, ja, der Kinder ihres Ehemannes Sauer. Ja. Mhm. Und vielleicht auch Stiefmutter der Deutschen. Jedenfalls kommt es mir so vor. So behandelt sie nämlich ihr Volk, ja, oder hat es so behandelt. Nur jetzt haben ja viele, viele Menschen mit Vater und Mutter gute Erfahrungen gemacht. Ja, mit diesen beiden Begriffen, die sie unbewusst mit dem Staat verknüpfen oder mit der Regierung. Und jetzt kommt unser einer und sagt, also der Staat ist, sag ich jetzt mal ganz plakativ, kriminell. Oh Gott, und so, wie kannst du denn so, das ist doch alles, das kannst du nicht sagen, also Verschwörungstheorien. Und warum werden die denn so aggressiv? Man könnte ja sachlich über diese Maßnahmen reden, aber sie tun so, als würden sie selbst persönlich attackiert oder irgendwas in ihrem Umfeld, wo es ganz, ganz weh tut, ja. Und das könnte eben sein, dass das diese Vater- und Mutter-Identifizierungen sind, die sie in sich tragen. Dann gibt es wieder andere Leute, und das ist mir auch schon aufgefallen, die hatten zum Beispiel keine glückliche Kindheit. Ja? Die haben vielleicht erlebt, dass Vater und Mutter Verbrecher sein können oder gewalttätig oder was immer. Ja? Mhm. Und da habe ich den Eindruck, dass es denen leichter fällt, den Staat auch kritischer zu betrachten, ja. Das ist quasi dann die Gegenprobe. Ja. Das waren also die Überlegungen in diesem Kapitel da über Vater Staat und Mutti Merkel. Ja, eine Zensur im Jahr 2021 war natürlich der Abschied von unserer Bundeskanzlerin nach 16 Jahren. Wie würden Sie Ihre Regierungszeit so einschätzen? Also was würden Sie ihr, zum Beispiel, wenn sie jetzt ein Zeugnis von Ihnen kriegen würde, was würden Sie reinschreiben? Also leider geht ja das Zeugnis nur bis 6, ja. Sonst würde ich da noch ganz andere Nummern reinschreiben oder andere Zahlen und Ziffern reinschreiben. Also für mich hat sie verbrannte Erde hinterlassen. Ihre Regierungszeit von 16 Jahren war ein schwerster Schlag für Deutschland, vergleichbar mit einem Krieg. Ja, viele Dinge, die sie angezettelt hat, erreicht man normalerweise nur durch Kriege. Ja,
zum Beispiel für totale Störung, Zerstörung, Konfusionierung der Energieversorgung, dann auch Angriffe auf die Landwirtschaft durch immer schärfere und absurdere Gesetze, die die Bauern einhalten müssen. Dadurch geben ja, es haben unglaublich viele landwirtschaftliche Betriebe aufgegeben in den letzten 16 Jahren. Das geht langsam an unsere Nahrungsmittelversorgung ran, ja. Oder die Staatsverschuldung und auch die Bürgschaften, die sie abgegeben hat. Ich habe an einer Stelle zum Beispiel im Rahmen dieser europäischen Rettungspakete, ja, Euro-Rettungspakete und so weiter. An einer Stelle habe ich etwas überspitzt geschrieben, na, das ist so, als hätte Merkel alle paar Jahre einen neuen Versailler Vertrag unterschrieben, ja, mit unglaublichen Reparationen. Sprich also in diesem Fall natürlich nicht Reparationen, aber Zahlungen oder Bürgschaften an alle. Also auf der Welt geht ja praktisch alles aufs Haus, nämlich aufs Haus Deutschland, ja. Wir zahlen alles, ja, kein Problem, ja. Nur wer das zahlen muss, sind am Ende wir Bürger, ja. Und dafür werden ja jetzt schon aus Folge dieser Politik Pläne geschmiedet zur Enteignung. Am 01.01.2024 tritt meines Wissens ein überarbeitetes Lastenausgleichsgesetz in Kraft, ja, wonach also zum Beispiel Impfschäden finanziert werden sollen über also ja, wie soll ich sagen, über eine Rasiermaßnahme bei den Vermögen der Bevölkerung, dass man das von den Leuten holen möchte. Wie möchte man das machen? Also wenn man sich mit Menschen unterhält, die zum Beispiel ein Eigenheim haben oder ein bisschen was auf der Bank noch gespart, die können sich das nicht vorstellen. Also so Menschen um die 60 rum oder auch so meine Eltern, in dem Stil, die sagen immer, hör auf, das wird schon so lange erzählt. Das Beispiel ist immer, man hat es ja gemacht. Das sogenannte Lastenausgleichsgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Zeche musste natürlich der Bürger zahlen, versteht sich, die ganze Party, die Kriegsparty in Anführungszeichen, ja, also die Party für Rüstungsunternehmen und so. Und da hat man einfach das Vermögen, da hat man einfach zum Beispiel Immobilien belastet von Staats wegen, eine Hypothek aufgenommen auf ihr Häuschen von, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 500.000 Mark damals, ja. Und das mussten sie dann aber abzahlen, diesen Kredit. Der Staat hat einen Kredit auf ihr Häuschen aufgenommen und sie mussten den abzahlen über 30 Jahre oder 32 Jahre in Raten. Ja, so als hätten sie die 500.000 aufgenommen oder was. Ja, zum Beispiel. Und da ist eben eine Gesetzesänderung passiert. Damals ging es ja irgendwie, ich glaube, um Kriegsschäden oder sowas, ja, in diesem Lastenausgleichsgesetz. Und jetzt geht es aber auch um Sozialkosten. Und darin inbegriffen sind auch Kosten für Impfschäden zum Beispiel, die ja die Hersteller nicht zahlen müssen. Deswegen haben die ja freie Bahn. Also die haben praktisch, also wie soll man sagen, absolute Narrenfreiheit. Ob sie einen Impfschaden kriegen, interessiert die gar nicht. Schon deswegen, weil sie nichts dafür zahlen müssten. Das zahlen die Staaten. Die Staaten bürgen dafür. Ja. Und da kommen natürlich gewaltigste Kosten auf uns zu, auf die Staaten. Und das wird wahrscheinlich über so eine Art Lastenausgleich dann finanziert werden. Denn warum macht man denn jetzt so eine Änderung in diesem Gesetz, das eigentlich, man könnte fast sagen, eine Altlast ist, so im Gesetzbuch, ja, seit jetzt mittlerweile, die letzten Kredite wurden, glaube ich, in den 80er Jahren getilgt, also seit 40 Jahren schlummert das Gesetz da vor sich hin. Plötzlich kommt einer her und fängt da an, dran rumzuschreiben. Und statt Kriegsfolgen oder Entschädigungen reinzuschreiben, soziale Entschädigungen, Kosten und so weiter. Ja? Wie kann man sich denn vielleicht darauf vorbereiten oder absichern, der kleine Sparer mit dem kleinen Eigenheim? Gibt es da irgendeine Chance? Also ich meine, ich habe da auch schon so viele Experten befragt und auch Quellen gelesen. Die sagen alle nur Diversifizierung. Man muss alles haben. Gold, Silber, Wertpapiere, Bargeld, ein bisschen Bankguthaben, nur nicht zu viel. Das ist das, wovor die meisten warnen. Auch ein bisschen Immobilien, ja. Und möglichst auf vielen Beinen stehen, wie so ein Tausendfüßler, ja. Damit, wenn ein paar Füße abgehackt werden, es nicht zu sehr wehtut. Nur, ich glaube schon, dass dieses totalitäre System an alles rangehen wird. Ja. Also ich denke nicht, dass es da viele, viele Fluchtmöglichkeiten geben wird. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier die Notbremse ziehen als Bürger bei diesem Regime. Ja. Wir können ja mal das eine oder andere Thema anreißen, was Sie in Ihrem Buch
aufgreifen. Es ist ja im Prinzip wie so ein Kalender, ne? Wie so ein Tagebuch. Wer es nicht geschrieben hat, der hat dann ihr Buch zur Hand und kann dann nochmal gucken. Ah, da war doch was mit dem Suezkanal. Der war ja für 6 Tage dicht. Wie war das nochmal? Und was haben wir eigentlich nicht erfahren, was an uns vorbei geschrieben oder gesagt wurde in den Medien? Das wissen Sie. Ja, ich weiß auch nicht alles, leider. Aber ich meine, das war ein ganz großer Aufreger von 2021. Das passte so wunderbar in die Agenda oder in die zeitliche Entwicklung der sich verschlechternden Weltwirtschaftslage durch die sogenannte Corona-Krise. Wobei ich immer sage, sagt zu Faschismus nie Corona. Es ist nicht Corona. Es sind die Maßnahmen, die Wirtschaft zerstören. Mhm. Ja? Die wirklich antidemokratischen, totalitären Maßnahmen. Aber gut, als sich das also verschärft hat und als ja auch dieser Plan öffentlich wurde von Herrn Schwab, Weltwirtschaftsforum, das Great Reset, ja, also des großen Zerstörens und Wiederhochfahrens, ja, wie bestellt blieb da dieser Supertanker in dem Suezkanal hängen, ja, und zwar auf eine Art und Weise, die noch nie da war. Es gab ganz wenige Havarien im Suezkanal schon früher. Aber die dauerten entweder nur wenige Stunden oder sie haben nicht den Kanal total blockiert. Und hier hat sich dieses Boot reingelegt wie ein Riegel. Witzigerweise hat das ja auch noch so eine Bugnase. Das ist wirklich wie ein Schlossriegel, muss man sich das vorstellen. Hat sich das in das Ufer gebohrt und mit dem Heck ist es dann rumgeschwenkt in das andere Ufer und dann war dicht für 6 Tage oder so. Und das sind immerhin 12% des Welthandels, die da über diesen Kanal fließen. Und am Schluss haben sich 400, 500, 600 Schiffe da gestaut mit Hunderttausenden von Containern. Und das war wie bestellt, dieser Schlag für die Weltwirtschaft. Und interessanterweise gab es da noch so einen seltsamen Zufall, dass diese Firma hieß ja Evergreen, diese Reederei oder die Marke, sage ich mal jetzt, dieses Transportunternehmens, dass sich dann auf einer chinesischen Autobahn auch noch so ein LKW mit einem Evergreen-Container schräg gestellt hat, die Autobahn total blockiert hat und im selben Winkel von 45 Grad. Ja. Und ja, das war wie ein Zeichen eigentlich, wie Symbolik. Ja. War das vielleicht auch so eine Warnung? Seht her, was hier alles passieren kann? Ja, macht euch schon mal seelisch und moralisch. Es ist interessant, die Hintergründe, weil wir wissen ja, dass die Großmacht China weder auf Schiffe auf Dauer setzt oder auf Straße, sondern auf ihre neue Seidenstraße, die aber anders als andere Straßen nicht über Asphalt funktioniert, sondern über Schiene. Ja? Und die zum Beispiel in so einer Situation eine Rettung sein könnte. Es war wie so ein Argument für die Seidenstraße. Schaut mal her, was da passieren kann. Ja. Und ich habe dann aber auch untersucht, was war denn nun wirklich los? Warum ist das Schiff da hängen geblieben? Technisch. Und warum hat man monatelang den Namen des Kapitäns nicht veröffentlicht? Das war auch sowas. Ich habe das dann verglichen mit diesem Kreuzfahrtschiff, das mal in Italien gestrandet ist. Mhm. Also da hat man praktisch schon am nächsten Tag den gesamten Lebenslauf des Kapitäns in der Bild-Zeitung lesen können. Mit Fotos und allem drum dran. Mhm. Meinetwegen noch Kinder und Tod und Teufel, welche Ausbildung. Und psychische Belastung oder was auch immer. Genau. Und hier hat man Wochen oder Monate lang kein Wort über den Kapitän verloren, der das angerichtet hat. Und auch heute kann man den Namen praktisch im deutschsprachigen Internet jedenfalls nicht finden. Ja? Also es ist wie eine Omerta, so eine Schweigegelübde. Und da habe ich mich gefragt, warum muss man da jetzt so schweigen? Ja? Und warum erfahren wir jetzt nicht, was das für einer war, welche Ausbildung und so. Hatte der früher schon mal solche Havarien? Ist ja alles interessant, ja. Da herrschte praktisch Nachrichtensperre. Ne? Und da gibt es viele solche interessanten Informationen über dieses Vorkommnis, ja, und Hintergründe. Und das habe ich halt in einem Kapitel zusammengestellt. Wie kriegen Sie Ihre Informationen? Also in welchem Netzwerk arbeiten Sie? Sie werden mir jetzt nicht alles verraten, denke ich, aber vielleicht, dass man sich eine Vorstellung verschaffen kann? Also ich zapfe einfach alle möglichen Quellen an, auch ausländische Zeitungen vor allen Dingen, weil es immer augenfälliger wird, dass in Deutschland eine besondere Schweigespirale herrscht. Ja? Mhm. Da wird in anderen Ländern noch viel freier berichtet. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt hier über den Suezkanal schreibe, da sind deutsche Zeitungen eine Sache, aber ägyptische Zeitungen sind noch eine andere Sache. Ja? Mhm. Die haben vielleicht nicht dieselben Rücksichten zu nehmen wie deutsche Zeitungen und sind auch näher dran. Ja?
Das wäre ein Beispiel, da wird ja schon von unseren Blättern ganz viel verschwiegen. Oder ein anderes Beispiel, die britische Zeitung Daily Mail. Die ist unglaublich gut, sowas kennen wir ja gar nicht. Ja? Also die haben riesenlange, detaillierte Berichte mit Fotodokumentation, mit vielen Zitaten, mit sehr vielen Fakten, also viel besser als das, was deutsche Medien zu bieten haben. Ja. Und dass man sich da eben weiterhangelt, möglichst dann vor Ort in lokale Berichterstattung. Aber ich schreibe auch Behörden an, ich schreibe Experten an, telefoniere mit denen, was auch immer, was auch geht, ja, versuche ich, um da an Informationen zu kommen. Ja. Manchmal klage ich auch. Ich habe auch schon geklagt. Also ich habe einmal die Berliner Staatsanwaltschaft verklagt, in Sachen des Todesfalls Kirsten Heisig. Das war eine Jugendrichterin in Berlin, die plötzlich eines Tages verschwand, von der Bildfläche verschwand und 5 Tage später oder so an einem Baum hängend aufgefunden wurde. Und wie das die Staatsanwaltschaften dann so machen, sie wollten zu dieser Situation, wie man die Frau vorgefunden hat, nichts sagen, nichts. Ja. Und da war ich der Meinung, das geht aber nicht, weil das war eine Person des öffentlichen Interesses, diese Frau Heisig damals, die war groß in den Medien, die hat sehr wichtige Vorschläge gemacht, wie man mit jugendlichen Straftätern umzugehen hat. Sie war, man kann fast sagen, Medienstar, ja, eine Person öffentlichen Interesses. Und wie die gestorben ist, sollten wir jetzt überhaupt nicht erfahren, ja, außer dass sie da hing. Aber wie hing sie da und warum? Und gibt es irgendwelche Hinweise auf Fremdverschulden und so weiter? Also ich wollte einfach ein gewisses Paket an Details haben. Da habe ich darauf bestanden, ja. Und dann habe ich die Generalstaatsanwaltschaft von Berlin verklagt und habe dank des Berliner, ich glaube, Oberverwaltungsgerichts ganz toll auch Recht bekommen. Und trotzdem kam die Auskunft dann aber nicht, bis mein Anwalt der Berliner Generalstaatsanwaltschaft 10.000 Euro Ordnungsgeld angedroht hat, wenn sie jetzt nicht mit diesen Informationen rüberrückt. Das war also ein kleiner Fragenkatalog. Ja? Und daraufhin haben sie es dann gemacht. Das kommt auch vor. Aber diesen Job müssen doch eigentlich die Journalisten machen, die in Öffentlich-Rechtlichen arbeiten oder überhaupt in den großen Medien. Die müssen doch theoretisch ein Interesse daran haben, das zu veröffentlichen und herauszufinden, oder? Das ist das Bequemlichkeit oder wird das ausgebremst? Das passiert ganz, ganz selten, dass Journalisten so auf Informationen bestehen und dann auch bis zum Letzten gehen, ja? Um die Informationen zu kriegen. Das liegt an ganz vielen Dingen, an politischen Einschränkungen, ja, dass man gesagt bekommt oder es schon von selber weiß, naja, das ist jetzt nicht erwünscht, dass ich da jetzt so reinbohre, ja. Dann liegt es an der Zeit, ja, in dem Tagesgeschäft und es liegt am Geld. Die Redaktion sagt, was, wir sollen jetzt 5.000 Euro für einen Anwalt ausgeben und so? Nee, geht gar nicht. An dem Artikel verdienst du vielleicht 300 Euro oder was, ja. Der Journalist selber kann sich's gar nicht leisten. Ich hatte zum Glück Hilfe von einem Verband, einem Journalistenverband, ja. Das war im Interesse aller Journalisten. Aber die, ja, Öffentlich-Rechtlichen haben doch genug Gebührengelder, die ja ständig erhöht werden. Ja, aber das machen die. Meines Wissens kommt das so ganz, ganz extrem selten vor. Also dieser Fall war damals schon, wurde auch in einer juristischen Zeitschrift besprochen und alles. Das war bahnbrechend, diese Entscheidung, die ich da erwirkt habe. Und dann habe ich auch gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Also ob jetzt mehr Journalisten klagen und so weiter, ja. Nee, das versickerte einfach so, ja, diese tolle Sache, diese tolle Entscheidung. Ein wirklich Präzedenzfall praktisch, ja, anhand dessen man auch wirklich offensiver hätte vorgehen können, ja. Aber das sind unglaublich seltene Fälle, dass Journalisten oder Redaktionen Behörden auf Informationen verklagen. Ich möchte noch eine Geschichte ansprechen aus Ihrem Buch, die hat mich sehr berührt. Das ist die Geschichte von diesem Tobias R., der betitelt wird als der Mörder von Hanau, der 9 Menschen erschossen haben soll, vor der Shisha-Bar seine Mutter anschließend und dann sich selbst. Und Sie beleuchten, aber also man nimmt das ja so hin, man hört das in den Nachrichten und wenn man gerade viel zu tun hat, geht das so an einem vorbei. Also zumindest an den meisten. Sie beleuchten die Geschichte mal aus der Sicht des Vaters von, ja, Tobias. Also das ist ja so, wenn so ein Attentat passiert oder ich sag mal lieber nicht passiert, sondern von den Medien so dargestellt und geschildert wird. Also wenn praktisch das Ereignis vielleicht nicht ganz sicher ist, aber das Medienereignis, das existiert auf jeden Fall. Ja, also das heißt,
Man erzählt ihnen, ein ganz skrupelloser, verrückter Spinner, Verschwörungstheoretiker, hat um sich geschossen und 9 Menschen erschossen. Dann passiert da damit schon so eine Vorverurteilung und Entrechtung. Weil jetzt kann man über diesen Menschen schon ganz viel behaupten und es wird auch ganz viel behauptet. Und er ist schon stigmatisiert und nicht nur er, sondern auch seine Familie. Ja? Denen hört eigentlich keiner mehr zu. Und der Witz dabei ist ja der, dass insbesondere wenn solche Attentäter sterben oder sich umbringen und damit auch versterben, dass man dann alles über die erzählen kann. Ja? Man braucht auch keine Beweise mehr, sondern... Also normalerweise bei einem lebenden Beschuldigten, da gibt es einen Anwalt, da gibt es ein Gerichtsverfahren, da gibt es eine Beweisaufnahme. Welche Beweise haben Sie überhaupt, dass er das gemacht hat? Wo sind die? Und man spricht von mutmaßlichen Tätern, ja, nicht mutmaßlicher Täter, nicht der Killer und sowas. Ja, das ist ja schon abmahnfähig sozusagen. Ja. Und aber wenn der mutmaßliche Täter tot ist, dann kann man so richtig loslegen und dann hört auch keiner mehr den Angehörigen zu. Ja, und ich bin da etwas stutzig geworden, als ich im Spiegel gelesen habe, was ich ungeheuerlich fand. Also dieser sogenannte Hanau-Attentäter, der vor den Shisha-Bars 9 Menschen erschossen haben soll, oder 8, anschließend seine Mutter zu Hause und sich zu Hause. Ja, und dann lagen diese beiden Leichen angeblich in dieser Wohnung, laut Polizei. Damit war der Case closed. Der Killer, der Attentäter, der Amokläufer und so weiter. Und dann hört auch niemand mehr dem überlebenden Vater zu, was der eigentlich sagt und was danach passierte. Und dann bin ich eben auf eine ganz gespenstische Meldung gestoßen im Spiegel, die aber dort auch so lapidar geschildert wurde, als wäre das irgendwie das Normalste der Welt. Nämlich, und jetzt kommt's, dass die Leiche dieses vermeintlichen Attentäters, ja, dass die von den Behörden im Meer versenkt wurde, seebestattet wurde. Also beseitigt. Praktisch beseitigt, also nach Mafia-Art. Ja? Eine Leiche wird beseitigt. Warum ist das? Erstens mal ist das in Sachen Pietät maßlos barbarisch. Selbst die früheren RAF-Attentäter haben ordentliche Bestattungen bekommen auf dem ordentlichen Friedhof. Ja? Und zweitens ist das natürlich forensisch ein Riesenskandal, ja. Obwohl ich ja sagte, die Skandale schrumpfen, das habe ich auch schon mal gesagt. Ja, aber das ist ein Riesenskandal, weil was ist denn die Leiche dieses Attentäters? Das ist das Hauptbeweismittel. Das Hauptbeweismittel für die Hanau-Tat. Das Hauptbeweismittel für den Amoklauf von Hanau, bei dem einschließlich Attentäter 10 Menschen gestorben sind, ist das Hauptbeweismittel die Leiche. Und die wurde von den Behörden beseitigt. Da muss man erst mal schlucken eigentlich. Ja, denn jetzt geht es ja darum, welche Beweise habt ihr überhaupt? Die Leiche ist so quasi ein Beweiszentrum. Das heißt, da gibt es Schmauchspuren, da gibt es Blutspuren, da gibt es auch Fingerabdrücke, da gibt es vielleicht Fasern, da kann es also zum Beispiel auch Grasspuren geben, wo er sich aufgehalten hat oder auch nicht, wo er im Gras gelegen hat, was auch, wo er rumgelaufen ist. Also die Leiche ist das zentrale Beweismittel. Dann gibt es die Frage, aus welcher Entfernung wurde denn der sogenannte Suizidschuss abgefeuert? Ja? Und warum haben die Nachbarn nichts gehört? Und warum ist der Vater nicht aufgewacht? Der Vater, dem hat eben keiner mehr zugehört, der hat erzählt, ja, er ist erst von dem Blaulicht der Polizei aufgewacht. Dann habe ich mich gefragt, aha, also im Nebenraum wurden 2 Menschen erschossen. Ja? Also einer hat sich erschossen und hat aber vorher seine Mutter erschossen. Und wann wacht der Vater auf? Erst wenn die Polizei kommt, was ist denn da los? Hat der Attentäter einen Schalldämpfer benutzt oder was? Warum sollte der einen Schalldämpfer benutzen aus Rücksicht auf den Schlaf des Vaters? Und außerdem wissen wir, dass er eben vorher bei den Attentaten keinen Schalldämpfer benutzt hat. Ja? Also das Ganze ist höchst dubios. Zumal der Vater, glaube ich, noch gesagt hat, dass sein Sohn mehrmals bei der Polizei gemeldet hat, der wird vom Geheimdienst irgendwie bedroht. Ja, und dann habe ich eben weiter gefragt, was haben wir denn alles so weggeschoben? Mir geht es ja genauso, dieser Reflex, ach komm, der, das brauche ich gar nicht zuhören. Ja. Und dann wurde das für mich aber interessanter, weil der Vater dann eben behauptet hat, sein Sohn war das gar nicht mit diesen Attentaten, sondern das war eine geheimdienstliche Organisation, die also den Sohn nur als Sündenbock benutzt hat und dann den toten Sohn in die Wohnung gelegt hat und die tote Mutter. Ja?
Und dann habe ich mir überlegt, das ist ja ungeheuerlich. Geheimdienstliche Organisation haben wir doch gar nicht. Ja, es ist ja weit hergeholt. Ja, na gut, diese kleine RAF, ja, natürlich war die geheimdienstlich unterwandert, aber es ist ja schon so lange her und so. Das sind ja alles nur krude Verschwörungstheorien. Nein, eben nicht. Sondern das müsste man aufklären. Man müsste ein Gerichtsverfahren haben. Und ich plädiere übrigens dafür, dass es auch bei toten Tätern Gerichtsverfahren geben muss. Ja, dann eben in Abwesenheit. Das findet ja teilweise. Nur schon aufgrund der Verwandtschaft, oder? Der, ja, der Vater. Richtig. Das ist ja, wird ja alles zerstört. Da werden ja Menschenleben dann zerstört, Existenzen, durch diese ganze, durch die bloßen Behauptungen von Staatsanwaltschaften und Polizei. Ja. Wir wissen aber von jeder Gerichtsverhandlung, dass das falsch sein kann, dass es übertrieben sein kann, dass es sogar gelogen sein kann, was Staatsanwaltschaften behaupten. Was ich nicht, natürlich nicht jetzt zur Regel machen will. Aber deswegen gibt es ja Gerichtsverhandlungen. Und es gibt auch einen Schutz des Verstorbenen übrigens. Also da gibt es Schutzgesetze, ja, also irgendwas in der Richtung üble Nachrede über Verstorbene, den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht. Die gibt es ja auch. Wer schützt diese Gesetze? Also wer setzt die durch? Niemand, ja. Mhm. Sondern man kann, der wird dann posthum für vogelfrei erklärt. Und darauf setzen all diese Attentatsinszenierungen, weil das ist fast in 90% der Fälle so, dass die Täter tot sind, Selbstmord von der Polizei erschossen oder was. Und dann können sie das ganze Narrativ ungestört aufbauen von einem solchen Attentat. Ja? Und das wird hier eigentlich deutlich anhand dieses Kapitels. Das wird eigentlich bei fast jedem Attentat oder Terroranschlag deutlich, dass immer die Täter erschossen werden. Am ja, Ende, oder? Ja, das ist also fast die Regel. Und hier kommt halt noch diese wahnsinnige Steigerung dazu, dass man die Leiche beseitigt hat auf Nimmerwiedersehen. Ja. Da gibt es bestimmt auch einen Paragraphen, Beweismittelunterdrückung oder irgend sowas. Würde ich mal sagen. Da müsste mal ein Staatsanwalt rangehen an die Sache. Also wir merken schon, das Buch ist ziemlich spannend, egal welche Geschichte wir rausgreifen. Es sind eine Menge drin und ich kann es einfach nur empfehlen. Verheimlicht, vertuscht, vergessen. Gerhard Wisniewski. Vielen Dank.